Moin aus Hamburg, Dennis hier, aka Frankenstock. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute habe ich meine Top 5 Neroli-Düfte für den Frühling bzw. Sommer. Aber weil der Frühling als erstes vor der Tür steht, natürlich den Frühling. Einer hat sich ganz geschafft, also präsentiere ich euch 6. Und ja, fangen wir gleich mit den ersten an. Nein, natürlich ein kleiner Scherz. Hände, Desinfektionsmittel natürlich nicht vergessen, Leute, in dieser Scheiß fucking Zeit. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. So langsam nervt es, aber es wird noch lange dauern, glaube ich. Aber gut, so ist das eben. Ja, kommen wir aber zu den guten und besseren Sachen. Und zwar den ersten Duft, der es nicht geschafft hat in die Liste. Und zwar ist es der Godfather of Neroli. Ja, hier, so wie er. Der Godfather of Neroli. Und wer könnte das anders sein? Welcher Duft? 4711 Kölnisch Wasser oder echt Kölnisch Wasser. Ja, warum hat das nicht geschafft? Weil es eben im Endeffekt ein Cologne ist, was erfrischen soll. Früher die Omis oder unsere Omis haben noch die Feuchttücher gehabt. Deswegen wäre da viel, sagen viele, der riecht nach Oma, das gefällt mir nicht. Aber er ist einfach der Godfather auf Neroli. Dieser Duft hat zwei Kriege überstanden und wird auch noch, ich wollte gerade sagen, ne, das hoffen wir nicht, den nächsten Krieg überstehen. Nein. Die nächsten 100 Jahre überstehen. Das ist absolute frische Neroli pur. Ja, und auch wie schon hier, das Desinfektionsmittel haben früher unsere Omis dies benutzt und ich glaube, sie machen es immer noch, wenn sie leben und so weiter. Das ist trotzdem ein geiler Duft. Mir gefällt er. 200 ml sind das und die kriegst du ja hinterhergeschmissen. Aber hier nicht zum Sprühen, sondern für die Hände, ja, hält eine halbe Stunde, das ist das Problem. Deswegen hat er es nicht geschafft von dem Neroli-Touch und von dem Geruch. Da wäre er ganz oben, weil es eben, wie gesagt, der Godfather ist. So, kommen wir jetzt zu Platz 5. Ja, Platz 5 ist von Versace und zwar Versace Pour Homme. Hier, 200 ml. Jetzt sagt ihr bestimmt, wieso, hä? Das ist doch eher frischer. Nein, da ist auch Neroli drin. Ich sagte ja, ich nehme auch Düfte, wo Neroli drin ist. Und man merkt es auch schon, auch wenn hier eher die komplette Frische an erster Stelle steht. Und richtig nice. Aber es ist eben auch in der Kopfnote Neroli drin. Und ich rieche es auf jeden Fall raus. Und dieser Duft ist top. Und ich habe extra 200 ml. Nicht, weil er nicht hält. Er hält bei mir seine 6 Stunden. 6, 7 Stunden. Das ist gut. Viele sagen, er hält nicht so lange. Ich finde ihn saugut. Und er ist auch richtig gut. Er ist der billige Duftzwilling von Chanel Allure Homme Sport Eau de Toilette. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Viele meinen, er ist besser. Ich finde das jetzt nicht. Das hat jetzt nichts hiermit zu tun. Ich habe den Allure Homme Sport nicht. Ich habe den Allure Homme Sport O Extreme. Ich finde, ich habe glaube 3 Proben von Allure Homme Sport. Ich finde ihn einen Tick besser als ihn. Das heißt aber nicht, dass ich den hier nicht habe. Also ich habe den Allure Homme Sport nicht, weil hier es ist, naja, minimal. Ich finde, der Allure Homme Sport hat noch mehr Zitrone drin, die ist ja hier auch drin, plus Bergamotte und Moschus. Aber ich finde, das Original hat noch mehr Zitrone und deswegen finde ich das hier, weil das hier pure Frische ist, absolut genial und cool. Platz 5, Versace Pour Homme. So, Platz 4 wollte ich gerade sagen. Nein, ich Bullshit erzählt, das sind meine Top 6 früher, ich habe mich verzählt. Nicht meine Top 5. Jetzt kommt Platz 5. Also Versace Pour Homme war Platz 6. Jetzt kommt Platz 5 und den hatte ich noch gar nicht. Doch, ich habe ihn einmal vorgestellt und zwar kommt er von Ferrari und zwar White Neroli. Wow. Und das ist ein hammergeiler Duft. Absolut genial nachgemacht. Ein klasse Dupe für wenig Geld von Neroli Portofino von Tom Ford oder eben 4711. Aber vergesst mal 4711, der hat nicht wirklich viel mit dem 4711 zu tun, weil hier ist eben noch die Cremigkeit drin, die eben auch nicht bei Neroli Portofino drin ist. Er hat es natürlich nicht ganz nach oben geschafft.
Er ist minimal synthetisch, minimal, obwohl eigentlich gar nicht. Das ist Schwachsinn, was ich laber. Wenn ich das hier so rieche, ich habe ihn lange nicht getragen, klar, das ist Frühling und der Sommer kommt erst. Richtig gut. Und den für 29 Euro. Ich glaube, ich habe sogar nur 19 bezahlt für 100 ml. Wo ihr aufpassen müsst, ist natürlich, dass Ferrari ihre Düfte gerne mal auf einmal runternimmt. Und dann werden sie teuer und ja, es gibt manche, glaube ich, die gibt es nicht mehr. Drei, ich weiß nicht welche, aber auf jeden Fall ist egal. Beide Neroli, perfekt, richtig nice für den Frühling und vor allen Dingen auch für den Sommer, wenn es wärmer ist. Neroli, bitter, Orange, Rosmarin, hier ist. Und ach, diese Cremigkeit in dieser, als Neroli-Duft, das ist schon genial. Kann ich euch nur ans Herz legen. Haltbarkeit auch 6 Stunden. Das ist sehr, sehr gut für einen Neroli. Vor allen Dingen, was diese Preiskategorie angeht. Und vor allem, wie gesagt, weil Nerolis sind, dürfte die nicht unbedingt lange halten. Top. Platz, bevor ich wieder was Falsches sage, 5. So, jetzt kommt Platz 4. Und der kommt von Bulgaria. Ja, ich hatte ihn ja sehr in den Himmel gelobt. Ja, tue ich immer noch, klar. Aber ich sehe, ich konnte ihn natürlich nicht nach oben setzen, obwohl er wirklich gut ist. War richtig von Bulgari, man. Wood Neroli. Wow, und das ist ein, ja, schon synthetischer, also stechender, synthetischer Duft, aber der hat eine Schärfe und eine Frische im Hintergrund, die gefällt mir wunderbar. Eben dieses Holzige und das Neroli. Ich sag ja immer, der riecht so ein bisschen wie Tapetenkleister. Also wenn ihr wisst, wie Tapetenkleister riecht, weiß nicht, ob so viel Jüngere das heute noch wissen, aber ungefähr so müsst ihr euch vorstellen. Aber irgendwie hat der was. Ich kann ihn nicht anders beschreiben. Er hat schon Stil. Also das ist schon nice und mir gefällt dieses Balkon. Die Reihe mache ich sonst eigentlich nicht. Aber oh. Und er hält so seine 7-8 Stunden, vor allen Dingen eine Ausstrahlung, die sehr stark ist am Anfang. Und das hat auch nicht jeder Neroli-Duft. Er ja, richtig top. Hier ist noch Amber, Moschus, Bergamotte drin. Es ist natürlich viel überall das Gleiche drin bei Neroli-Düften. Aber ja, das ist Platz 4. Und was die Haltbarkeit oder beziehungsweise die Ausstrahlung angeht, ist er am besten. Also Leute, wenn ihr auf Silage ausstrahlenden Starken haben wollt, dann diesen hier. Top. Bulgari Man auf Platz 4. Ja, und auf Platz 3 kommt, da ist auch Neroli drin. Es ist so ein geiler, frischer Duft von Terry Mugler. Und zwar Terry Mugler's Cologne. Ja, und das, ich habe ihn jetzt schon öfters vorgestellt und ich muss nicht mehr sagen, Leute. Und ich möchte auch nicht, ich will gar nicht, ich werde jetzt wirklich nicht viel sagen. Kauft euch den Duft. Wenn ihr frisch, einen frischen Duft haben wollt, wie aus der Badewanne, wie aus der Dusche, aber wie mit Neroli und eben die Frische drin. Das, dieser Duft. Hier, das sind 300 ml. Haltbarkeit bei mir 5 Stunden. 4-5 Stunden. Egal, sprüht nach. Ihr sprüht ihn selbst nach, wenn er stark wäre. Absolut genial. Richtig nice. Wow. Mehr will ich nicht sagen. Terry Mugler's Cologne auf 3. Guckt meine anderen Videos über diesen Duft. Ach, absolute pure Frische. Geil. Ja, und jetzt kommen wir zu Platz 2. Und ja, wer mich kennt, hätte gedacht, ich setze diese Marke auf 1, nein, tue ich nicht, aber auf 2, und zwar Tom Ford Neroli Portofino. Es ist eben das teure 4711 Königswasser. Viele sagen, total überteuert und hält bei mir eine Stunde. Das hatten wir ja schon mal das Thema. Bei mir hält er 4-5 Stunden. Er ist aber nicht so identisch mit dem 4711. Er ist schon
cremiger und er hält natürlich viel länger. Also wie gesagt, nochmal, halbe Stunde, 20 Minuten, dann ist der Duft weg. Das ist wirklich nur eine pure Erfrischung. Wenn ihr aber 4711 liebt, ich habe ja nun einige hier vorgestellt, vor allen Dingen auch nochmal Bright Neroli, wo ich gesagt habe, der riecht ähnlich. Klar, riecht er sehr identisch, sehr gut, aber dann müsst ihr zu ihnen greifen, auch wenn er teuer ist. Ihr müsst ja hier nicht die große 100ml für fast 300 Euro, das ist ja Wahnsinn, ich weiß, aber ja. Es ist das Original, nur ein bisschen cremiger und ja, Haltbarkeit länger. Bei mir 4-5 Stunden und nicht eine Stunde. Ja, es ist natürlich auch viel, dass Leute ihn schlecht machen wollen und so weiter und so fort. Es ist eben ein 4711 in Luxus, sagen wir mal so. Ganz einfach. So, und auf Platz 1. Er ist genial, vor allen Dingen seitdem er eingestellt worden ist, lieben ihn auf einmal alle. Ich mochte ihn vorher schon. Da wurde er, sag ich mal, ja, belächelt, sagen wir mal so. Und jetzt, seitdem er eingestellt worden ist, warum auch immer, tut mir leid, Göllern, das ist eine Frechheit. Und ihr wisst wahrscheinlich schon, von wem ich rede, und zwar Ideal Cologne von Göllern. Platz 1 und ein absolut geiler. Komm, das ist Endstation. Echt die Mandel, das Neroli, die Frische. Absolut. Das ist mein Lieblingswort. Absolut. Das ist wirklich so absolut geil. Leute, Neroli Portofino, Thierry Mugler's Cologne, Bulgari Man, Ferrari, Bright Neroli, das Original 47, Versace Pur. Nein, das ist der Duft. Ja, mir fällt dazu nicht mehr viel ein. Das ist absolut genial und ihr kennt ihn. Und warum er eingestellt worden ist und für das Cool, glaube ich, das Ideal Cool ist dafür rausgekommen, was ich immer noch nicht kenne. Ich kann das nicht verstehen. Und jetzt wird er natürlich gehypt auf einmal. Also ich finde ihn gut, seitdem er raus ist. Da, wie gesagt, er wurde belächelt. Alles ist nicht so süß. Es war zu süß. Das passt doch nicht. Neroli nicht richtig. Ja. Und auf einmal, ich sag schon immer, das ist ein genialer. Ich habe den gebunkert hier. Ich glaube, 4 Flakons. Wow. Absolut gerne Luft. Ja, schreibt mal in die Kommentare. Was haltet ihr von der Liste? Was haltet ihr von 4711 Kölnisch Wasser? Und falls das ein bisschen abgelenkt heute war, weiß ich nicht, ich selber merke das nicht, ein bisschen stressig hier heute, auch mit meinen Lücken, denen geht es heute nicht so gut und ja, man muss das Beste draus machen. Ist natürlich klar, wenn die Kinder immer nur drin bleiben müssen, das heißt, es ist ja nicht komplette Ausgangssperre, aber ich achte das schon drauf oder wir, weil ich bin nicht so wie diese Vollidioten, die einfach immer noch in Hamburg mit zu fünft nebeneinander laufen und so weiter und so fort. Eigentlich müsste die Ausgangssperre kommen. Gut, Punkt, das ist jetzt ein anderes Thema wieder. Ihr kennt mich, das könnte man nur da Dog Talk machen, aber Alter, ich könnte die 5 Stunden sappeln. 5 Stunden sappeln, wenn ich die Vollidioten da draußen in Hamburg. Komm, ich möchte, ihr merkt, lassen wir das lieber, ganz ehrlich. Und deswegen sind wir zu Hause und besser ist. Oder man geht mal alleine, immer getrennt so raus. Ja, schreibt mal rein, was benutzt ihr? Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Und vielleicht könnt ihr was benutzen für den Frühling, der jetzt kommt. Und ja, das war meine Top 6 plus ein, der es nicht geschafft hat. Neroli-Düfte 2020 für den Frühling. Mach's gut und mich nicht vergessen zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Feigenstalk.